Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und heute zusammen mit dem Kunga, dem Boss. Yeah, genau, bei der. Ja, und ich mache ein ganz kurzes Update, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe nämlich hier mein Lager gebaut. Ich habe gestern ja so einen Spontan-Livestream gemacht, was es in Zukunft auch wieder öfter geben wird. Hier mein Lager gebaut, da habe ich schon alle Sachen richtig geil einsortiert und so. Hier sieht man das. Alles mögliche. Hier habe ich so eine Gartentruhe und pipapo. Und jetzt wollte ich eigentlich eine Farm bauen. Und ich habe mir jetzt aber überlegt, dass ich die Farm nicht hier baue, sondern weil mir das in letzter Zeit ein bisschen auf den Senkel gegangen ist, dass hier so viel geklaut wurde und gesprengt wurde und so viele Sachen passiert sind, habe ich mir gedacht, packe ich meine 7 Sachen und ich nehme jetzt mal hier so auch den wichtigsten Stuff mit. Unter anderem nehme ich auch mal das mit. Dann kann ich mir nämlich eigentlich gleich eine Ender Chest bauen. Und dann werde ich nämlich jetzt mit dem Kunga mitgehen. Und Kunga, du bist ja an einer ganz besonderen Stelle, ne? Ja, weil ich fand das auch nicht, dass wir so viele Gangster und Rebellen hier haben. Das hat mir auch nicht gefallen. Da zum Beispiel, Revi ist ein krasser Gangster. Ich lauf dir hinterher, ne? Okay, also, komm. Revi ist ein krasser Gangster. Ich führe dich. Also die Stadt, die wird hier vom Revils und Imperium wird ein bisschen unterdrückt, hier alles. Und ist echt ein bisschen scheiße, was hier so abgeht. Und ich habe mir eigentlich so gedacht, dass ich eigentlich liebend gerne eine Farm bauen würde. Also eine richtige Farm bauen würde. Das Problem ist halt hier, dass wir halt überall diese großen Berge haben. Also habe ich mir überlegt, dass ich mir eigentlich was suche, was halt so ein bisschen flacher ist, wo man dann eine vernünftige Farm bauen kann. Und da habe ich halt mit dem Kunga drüber gesprochen. Und der Kunga hat gesagt, der hat sowas schon gefunden. Ja. Und das heißt, wir werden jetzt das machen, was auch schon angesprochen wurde. Wir werden jetzt umziehen, mehr oder weniger, aber ich werde meinen zweiten Standpunkt werde ich trotzdem hier lassen. Das heißt, ich werde auf die, beziehungsweise ich werde jetzt auf die Farm ziehen, mehr oder weniger. Wir werden die Farm zusammen ausbauen, eine richtig fette Farm bauen, wo uns keiner was klaut. Und dann werden wir auch ab und zu mal wieder zurückkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich aus der Stadt komplett ausziehe und forever weg bin. Das ist ja bei mir auch so, ich habe das ja zu meinem Ferienhaus gemacht. Und da chill ich ab und zu mal. Krass, du weißt ganz genau, wo es lang geht, wa? Yep. Du weißt, wo es lang geht, Junge. Du Bei mir ist richtig Darkness gerade wegen dem Shader. Ne, bei mir geht klar, ich hab den Shader extra aus. Aber ich sehe da hinten ein Licht am Ende des Tunnels. Danke! Ey, warte mal. Ich muss eben ganz kurz was machen. Quarz mitnehmen. Ja. Das gibt mega viel Level. Das gibt A, mega viel Level und B, ist das mega geiles Material, was man... Ja. Ach, nimmst du das Quarz mit? Ach, scheißegal, ich nehme das mit. Mal raus, Flint. So, alles klar, weiter. Weiter geht's. So, und an der Stelle, in der ich lebe, da kann man auch voll gut lachen. Ich wollte übrigens, das ist sehr schön, das freut mich, dass wir da viel lachen können. Ich wollte übrigens heute wieder mit Facecam aufnehmen, aber irgendwie hat meine Facecam abgespackt. Ich werde nämlich in Zukunft wieder regelmäßiger mit Facecam aufnehmen und so. Und ja. Hast du vielleicht so einen Hässlichkeitsfilter am Laufen oder wie? Ja, genau. Und weil du gerade hier warst. Also ja, ging nicht, ne? Der kommt nicht klar gerade. Bist noch hinter mir. Warte, Peter, komm. Ich muss den Möhren essen, sonst sehe ich dich nicht mehr. Essen gilt nicht. Doch, hast du Melonen? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Nee, ich dachte, sonst hätte ich dir was Besseres gegeben. Nee, ich wollte nur fragen, sonst hätte ich dir was Besseres gegeben. Hast du Melonen-Seeds? Ey, lass mal hier noch mitnehmen. Glowstone? Ja. Mein Glowstone wurde dir, glaube ich, gestohlen. Ja? Ja, schon traurig. Das ist richtig behindert. Wow. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ich habe heute ja die Leistung gehabt, so ein bisschen, ne? Und dann, haben wir gespielt und dann hat Patrick meinte dann so, kannst du mir das und das mitbringen? Ich sag, ja, kann ich dir wohl geben. Aber ich möchte dafür was haben. Und dann habe ich ihm einen Tausch vorgeschlagen und dann ist er einfach hingegangen und hat das, was ich haben wollte, einfach geklaut bei ihm. Der Spacko. Das ist immer so, immer das Gleiche. Die wird so, sie ist, das Klauen ist hier schon selbstverständlich geworden, deswegen umziehen. Das richtige Anarchie herrscht an der Stadt, ja, deswegen. Ist auch so. Aber kein Bock mehr drauf. Und wir gründen jetzt eine neue Stadt. Eine neue Stadt, genau. Ah, genau, hier ist es. Hier haben wir auch ein Nether Fortress direkt, ne? Okay. Ich hab da auch schon Blazes Spawner gefunden. Wer weiß denn alles von dieser Stelle? Ja, man kann halt im Video gucken, ne? Also Patrick weiß, dass ich umgezogen bin, Rotpilz, aber war noch keiner hier. Okay, wir müssen gucken, dass wir die Stelle irgendwie so ein bisschen schützen. Also die Stadt muss erstmal, wir müssen erstmal gucken, dass wir die Stadt erstmal so ein bisschen, Ansonsten machen wir den Weg ganz zu mit Netherrack wieder und so.
Alter, Also müssen wir das. nicht mal, aber wir müssen gucken, die Stadt muss erstmal wachsen und gedeihen. Und dann, wenn Leute in die Stadt wollen, dann können wir uns aussuchen, wer kommen Genau. kann und wer nicht. Nicht, dass die dann einfach in unsere Stadt einbrechen. Weißt du? Das geht ja nicht. Nee, dann werden die direkt. Ich habe hier eine Regel aufgestellt, und zwar wer un be, wie nennt man das? Unberechtigt das Grundstück betritt, wird getötet und all seine Sachen gehören mir. Okay, das ist eine gute Regel. Und du hast ja die Erlaubnis. Und deswegen darfst du hier leben und lachen. Aber es kostet Geil. dich 10 Dias pro Monat. Was? Ja. Da, guck, da sieht man schon mein Haus. Ich bin der erste Siedler hier. Wo ist dein Haus? Ach, da. Da sind noch meine zwei Pferde. Jo, nice. Nice. Ey, das ist eine geile Stelle hier. Du musst dir mal hier links angucken, den Berg und so, da kommt so Wasser raus und sowas. Das ist toll, dass da Wasser rauskommt. Das ist lustig, da können wir lachen. Da können wir echt lachen und baden, nackt. Nackt, genau. Also komm mal So, hier runter. sehr geil, okay. Du musst mal hier runterkommen. Hast du eine Ender-Chest schon hier? Nee, leider nicht. Aber ich hab ne Oh, Enderauge. das sieht schon fett aus. Du Ich siehst hab auch diese eins. Stütze, ne? Sieht gut Und siehst aus. du das Wasser hier? Ja. Ist cool, ne? Ich hab aber keinen Shader drin, ne? Also nee, nee, ich meine nur, ich wollte nur fragen, ob du so Wasser siehst. Alter, willst du mich verarschen? Ey, siehst du Hier, den Baum guck. hier? Boah, toll. Enderauge. Ich habe noch Lohnruten 2 und wir brauchen nur Obsidian eigentlich. Ich hab alles. Ich hab alles mit. Ja, Ich hab alles mit. perfekt. Ich brauche nur die Workbench. Jetzt warte mal, wie mache ich denn nochmal hier diesen Ranz? Hier ein bisschen Enderauge. Wenn Jetzt mir muss ich einer blöd so. kommt, dann greife ich den noch an, guck. Soll ich dir auch eben eine bauen? Ja, kannst du machen, wäre cool. Okay, dann mache ich eben. Yeehaw! Kunga, der edle Ritter, der für das Bam. Gerecht sorgt. So, hier. Endertruhe. Danke. So, guck mal an. Warte. Jetzt habe ich eine Endertruhe, aber ich weiß gar nicht, wo ich mein Haus hinsetze, Alter. Ja, das muss ich auch noch machen. Ich muss auch noch Das meine muss ein Endertruhe mit sneaky Bedacht peeky setzen. abschmecken. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt. Boah, das ist mega die geile Stelle hier, aber ich Geil, ne? will. Ja, das ist echt mega fett. Also, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir so ein richtig fettes Farmhaus bauen, ne? Farmhaus. Ja, so eine schöne Farm halt, ne? Ja, genau, so eine richtige Farm. Das Problem ist halt nur, wir müssen rein theoretisch mega viel beebnen hier, ne? Ja, ich habe schon Dafür. einiges geebnet. Ja, aber guck mal, das hier, diesen Hügel hier zum Beispiel, der muss doch komplett weg eigentlich. Der hier, ne? Das wird krass. Wird eine richtig krasse Farm-Action, Alter. Da kriegen wir so viel Dirt. Dirt und Cobblestone, Alter. Das ist richtig übel. Wir müssen mal kurz gucken, wie groß der ist. Der ist mega groß. Der ist echt mega groß, ne? Boah, ist echt übel. Aber ich denke mal, guck mal, wenn wir das bis auf die Ebene runterfahren hier, Warte mal, wo auf bist du? Ah, die, da. hier, auf die so, ne? Komplett alles wegmähen. Dann geht das auf jeden Fall klar. Oder wir mähen dann sofort bis auf die Ebene runter, wie dein Haus ist. Hier. Aber das ist echt viel, ne? Das ist echt krass. Das sind tausende Blöcke. Ja, aber ist egal, dann ohne Scheiß. Lass das machen. Das müssen wir aber alles offscreen machen, denke ich mal. Ja, das müssen wir auf jeden Fall aufs Screen machen, Alter. Das Was man ist. aber auch noch machen könnte, ist da halt so einen kleinen Wasserweg runter und dann das komplett alles mit Weizen bepflanzen. Boah, das wäre auch richtig geil. Das wäre auf 10-mal weniger Arbeit. Ja, Wir das sähe aber könnten. auch mega Und hier geil aus. oben. Und hier oben eine Mühle drauf. Genau, Alter. Und hier oben bauen wir eine Windmühle Ohne drauf. Scheiß, das müssen wir auf jeden Fall machen jetzt. Jetzt müssen wir es machen. Jetzt haben wir es gesagt. Auf jeden Fall, also hier kann man ein bisschen begradigen, das ist kein Problem. Und dann machen wir hier eine fette Mühle drauf und dann kannst du runter auf unser kleines Dorf gucken. Ja, Mann. Das ist fett. Was doch geil wäre, wenn wir Villager hätten, ey, die dann so durch die Ja. Stadt laufen, leben und Aber lachen und die können sowas. wir doch eventuell noch irgendwo abziehen. Ja, Oder aber wir haben nicht? bisher sogar kein Dorf gefunden. Das kriegen wir schon irgendwie Das hin. ist ja das Jetzt ist Prop. nur die Frage, wo baue ich mein Haus hin? Ohne Scheiß. Ich muss mal gucken. Ich gehe mal hier auf die andere Seite und gucke mir das mal an. Ich bin jetzt richtig glücklich, dass ich hier bin, ey. Ohne Scheiß. Guck mal, hier oben könnte ich doch mein Haus hinbauen. Oder willst du hier irgendwas hinbauen? Nö. Also ich will auf jeden Fall, mein Haus wird mehrere Stockwerke haben und das wird auch noch auf den Berg ein bisschen eingehen, was du hast. Also, Okay. Das ist natürlich dann auch blöd, ne? nicht, also nur hier in die Richtung, so hier, wo ich jetzt gerade stehe, hier ein bisschen noch. Aber Okay, ansonsten warte. nicht viel. Ja, nee, dann mache ich halt mein Haus lieber woanders hin. Boah, das Warum ist sind da richtig. hinten gelbe Blätter? Richtig geil hier. Oder ist das nur bei mir? Nee, ist nur bei dir so. Ach nee, das der Baum, das ist eine Birke. Also nee, das war wegen dem Shader aus der Entfernung. Wo baue ich mein Haus hin? Ich könnte dann auch dahin bauen. Du kannst es ja auch dahin bauen, wo der aktuelle Weizen wächst. Ja, genau.
Weil das, genau, dann baue ich das da unten hin. Ich finde den See mega geil, der da noch ist, halt. Und dann mache ich die Insel, muss ich aber ein bisschen größer machen, ey, glaube ich. Oder du baust hier, wo ich gerade stehe, guck mal. Guck mal, das ist ja alles komplett eine große Insel. Ja, aber es ist ziemlich klein, so für ein Haus. Ja, aber guck mal, nach hinten hin gesehen hast du hier ganz viel Platz. Ja, eigentlich schon. Weil jetzt ist Darkness. Muss ich mal gucken, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Stelle hier. Und da können wir hier eine Brücke rüber machen. Ja, genau, so eine kleine Brücke. Ja, geil, okay, gut, dann würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall meine Stelle gefunden, wo ich mein Haus hinbaue. Dann setze ich, warte mal, Ender-Chest abbauen ist ein großes Problem, ne? Ja, dann brauchst du ein neues Ender-Auge. Ah, scheißegal. Das ist Minus. Ich könnte meine Ender-Chest, muss ich auch noch mit Bedacht setzen. Ja, das ist nämlich das Problem. Vielleicht setze ich die einfach vor meine Tür. Weißt du, da kann auch jeder zugreifen, also im Dorf. Oh Mann, ey, wo setze ich meine Ender-Chest jetzt hin? Ich glaube, ich setze meine. Ich setze meine einfach jetzt hier irgendwo hin, scheißegal. Damit ich wenigstens Zugriff darauf habe und die wichtigsten Sachen da erstmal verstecken kann. Bevor ich sterbe und die alle weg sind. Ich habe noch kein Bett, das ist kacke. Ich habe auch keine Wolle. Das ist blöd. Hoppa. So, ich habe hier Steinziegel gecraftet. Ich habe richtig viele geile Bäume, ne? Warte mal, ich nehme mal hier zwei Saplings davon, oder was? Genau. Das ich habe einmal Akazien und Dark Oak Saplings. Dark Oak wächst hier bei mir vor der Tür schon. Ja, okay, dann brauche ich. Aber Akazien sind geil, das ist sehr gut. Akazien, so. Du bist ein guter Mitbürger, du bringst direkt Willkommensgeschenke für deine neue Stadt mit. Normal. Wir gründen jetzt hier eine richtig geile neue Stadt. Wir nehmen alles auseinander. Wird richtig geil. Das wird richtig, richtig geil. Vielleicht holen wir mit der Zeit noch ein paar Leute dazu. Sehr, sehr geil. Boah, stell dir vor, hier wohnen dann mit der Zeit alle und unsere alte Stadt wird so richtig verlassen sein. Ich glaube, aber wir müssen wirklich gucken, dass wir nur die einladen, die auch wirklich sich benehmen können. Die wir auch dulden. Die wir dann, genau. Weil anders geht das nicht. Wir können nicht wieder jeden hier zulassen. Hast du Baumehl, damit wir es beschleunigen können hier mit dem Wachstum? Baumehl habe ich gar nichts. Ich wollte auch unbedingt, aber null. Okay, gut. Dann muss leider ich null. Da muss ich erstmal gucken, dass ich hier so ein bisschen klarkomme. Am besten, das Problem ist, ich würde echt gerne sau viele Sachen mit rüberbringen, ne? Das ist aber halt sau schwer. Ender Chest kannst ja auch noch ein bisschen transportieren. Ja, aber das ist halt auch nicht viel, ne? Ich habe halt auch sau viele Cobblestones und so, ne? Ja, das stimmt. Da ist Baumehl. Geil. So. Baumehl haben wir am Start. Drei Stück. Dann cool jetzt sein, ob der Baum wächst. Wir müssen noch zur Wüste Sand holen oder hier irgendwo Sand klären, weißt du? Boah, es gibt eine Wüste, Porkshop. Ja, ja, da ist da, wo wir lang gegangen sind am Anfang, ne? Wenn wir den Weg weitergegangen wären, da führt's auch zur Wüste hin. Da, wir haben ein Portal dahin. Oh nein, warum wächst der Baum jetzt nicht? Das ist Nacht, du musst Fackel daneben setzen. Was ist das, Akazien? Ja. Ich hab dem jetzt schon Dünger gegeben, aber der kommt jetzt nichts, scheiße. Hast du keinen Dünger mehr? Nee, ich hatte nur drei. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Aber guck mal, da ist noch ein Skelett. Echt? Mhm. Kill es. Ja, alles klar, hab noch einen Knochen. Du kannst auch gerne ein Pferd haben, wenn du möchtest. Das ist echt lieb von dir. Aber ich würde sagen, wir züchten erstmal und dann rasten wir richtig aus. Ja, wir brauchen nur Gold. Karotten haben wir ja schon mal dafür. Bam! Jawohl. Katzenbaum. Sehr gut. Das Holz kann man auch verarbeiten, das sieht auch sehr schön aus. Ja, deswegen, dann haben wir ein paar verschiedene Holzarten hier am Start. Okay, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten nehmen wir jetzt eigentlich auf? Wir sind 13 Minuten, also gleich 14 Minuten. Ja, ich würde sagen, das passt eigentlich, also für mich ist das auf jeden Fall eine gute Folge. Und wir haben ja den Umzug jetzt mehr oder weniger gut geschafft. Sehr gut sogar. Und dann, ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir eventuell ein paar Sachen rüberbringen. Ey, da ist eine Witch da unten. Echt? Pass auf, die sind richtig krass. Sollen wir die angreifen? Ah. Droppen die nicht manchmal was richtig krasses? Ja, Tränke, Glowstone, Redstone und sowas. Ja, warte mal. Wo ist die? Ich hab einen Bogen. Ich hab auch einen Bogen. Wo ist die denn? Da. Oh. Ich bin fast tot jetzt. Tot. Ach, da. Tot? Ja. Warte, ich töte noch den Creeper hier. Warte, ich geh da schon mal hin, damit. Fuck, pass auf, der Creeper kommt. Ja, aber wenn er im Wasser explodiert, ist egal. Auf sie mit Gebrüll! Da ist noch ein Creeper, ne? Den. Alter. Ich hab irgendwas gedroppt. Echt? Mhm. Vielleicht ein Trank. Sugar. Sugar. Yeah, Sugar, beste Leben. So, und 5 Gunpowder, aber geil, da haben wir schon mal ein TNT. Jawohl.
für böse Eindringlinge, wenn wir die abwehren wollen. Genau. Okay, gut, also Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Yep. In der Zukunft wird es also hier weitergehen. Wie gesagt, mein alter Standpunkt ist nicht komplett aufgegeben. Ich denke mal, von Kunga ja auch nicht. No. Und wir gucken, dass wir noch so ein bisschen den Draht zur alten Stadt haben natürlich. Aber wie gesagt, wir wollen uns hier ein neues, ruhiges Leben aufbauen, wo wir vernünftig Minecraft spielen können. Und auch Urlaub machen halt. Und Urlaub machen können, genau. Und ja, ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr da so von haltet und was ihr denkt, was wir auf jeden Fall auf der Farm brauchen. Also welche Gebäude, zum Beispiel eine Kuh, ein Kuhstall oder was weiß ich. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, ne? Jo, würde ich auch sagen. So sieht's aus, bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss. Ciao.